Herzlich willkommen bei Madame Lenormand, deiner spirituellen Welt. Ich bin die Michaela und heute durchleuchte ich für euch die Frage, wie gut passt denn der Krebsmann mit der Löwefrau zusammen? Ja, der Krebsmann, das ist ja ein ganz feinfühliger, sensibler Mensch, dessen Gefühle sozusagen, dessen Emotionalität offen ausgelebt wird und auch wenn er nach außen hin ganz maskulin wirkt, hat er doch im Inneren sehr weibliche Züge, denn die Attribute Sensibilität, Fürsorglichkeit, was der Krebs nämlich ist, Hilfsbereitschaft, das sind doch alles Dinge, die man eher sozusagen an das Feminine knüpft. Ja, der Krebs ist sehr familienverbunden, der liebt seine Heimat, der liebt seine Familie, der will auch eine Familie gründen, der fühlt sich alleine nicht so richtig wohl, da ist er eher emotional unausgeglichen, also er hat einen starken Hang in einer Beziehung leben zu wollen, ein absoluter Beziehungsmensch, der ist auch nie lange alleine, Krebse können sich hervorragend auf den ersten Blick verlieben, leider auch entlieben, aber sie sind eben halt Menschen, die sehr ungerne alleine durchs Leben gehen und der mag es eben halt sehr heimelig, sehr gemütlich, sehr harmoniebedürftig ist er. Egal wo er ist, will er das Gefühl von Heimat und sich zu Hause fühlen haben. Er ist mit seinen Menschen, die ihn umgeben und die er mag, zu denen ist er sehr, sehr fürsorglich, beherbergt die gerne, bekocht die gerne, fängt die emotional auf und auch er selber hat einen ganz starken Drang, sich emotional fallen lassen zu können und das möchte er natürlich bei der Frau seines Herzens auf alle Fälle. Ja, und wie ist denn nun die Löwefrau? Die Löwefrau, die ist ja vom Zeichen, die ist ja vom Element Feuer und genauso sprudelt sie eben halt auch und ist temperamentvoll und brennt sozusagen immer für ihre Themen und die ist auch sehr tough im Vorgehen, hat die Ziele, dann setzt sie das knallhart um. Also bei der Löwefrau, da findet man schon eher auch so männliche Testosteron-Attribute, weil die nämlich Zähne zeigt und für ihre Ziele sich einsetzt und von sich selbst auch extrem überzeugt ist. Das ist eine Gewinnertype. Wenn die sich was in den Kopf gesetzt hat, dann will sie dieses Ziel eben halt auch erreichen und die schreitet ja auch durchs Leben. So nach dem Motto, hier komme ich, ich bin der King und ich bin der Gewinner und an mir kommt keiner vorbei und was ich will, das erreiche ich auch. Damit strahlt die natürlich extrem viel Selbstbewusstsein aus und hat damit manchmal stellenweise nicht ganz so weibliche Züge von außen betrachtet sozusagen, kommt einem eher tougher und knallharter vor. Ja, und da sie ja natürlich so einen Drang hat, sozusagen im Leben Dinge zu erreichen, sie liebt ja Luxus und möchte ein Leben führen, was sozusagen einfach ganz prädestiniert schön ist, ne? Wie die Königin eben halt in ihrem Schloss, auf ihrem Thron, will die Erfolg haben und will die ein absolutes Luxusleben leben. Und wenn man das will, dann muss man natürlich auch raus in die Welt, muss gucken, wo kriege ich das, muss das sozusagen erobern, muss ich das erkämpfen, muss ich das erarbeiten. Das heißt, die geht auch raus aus ihrer Wohlfühlzone und hat da auch gar kein Problem mit, weil sie ja davon ausgeht, dass sie sowieso gewinnen wird. Und spätestens in dem Moment wird es schwierig, wenn Löwefrau und Krebsmann eine Partnerschaft führen würden. Weil der Krebsmann sich da draußen eben halt nicht mehr wirklich so wohl fühlen würde. Also der fühlt sich eben halt in dem Bekannten wohl, der will aus seiner Komfortzone am liebsten nicht raus, der möchte eher das kuschelig und heimelig und romantisch und schön, das mag die Löwefrau auch. Also es würde auch definitiv zu einer Romanze zwischen diesen beiden Zeichen kommen. Da könnte es auch sehr, sehr heftig und sehr, sehr leidenschaftlich
abgehen sozusagen bei diesen beiden Zeichen. Also leidenschaftlich, gefühlsmäßig hätten die wahnsinnig viel, was sie teilen könnten. Aber da die Löwefrau ja sehr tough ist und auch sehr zielorientiert und natürlich ihre eigenen Belange im Fokus hat, ist die natürlich auch bei anderen grenzüberschreitend. Also die sagt den anderen knallhart auf den Kopf, so geht das aber nicht, mein Lieber, oder das will ich jetzt aber nicht, oder jetzt halt mal den Mund und setz dich hin und sei mal ruhig, ne? Das läuft jetzt so und so. Sie will ja auch herrschen, ne? Also wenn es ein, also doch, es gibt auch noch andere, aber natürlich ist der Löwe ein Herrscherzeichen. Der will natürlich herrschen und auch die Löwefrau will herrschen. Und das gefällt den Krebsmann auch nicht so richtig gut, weil der würde auch gerne Ton angeben. Der will ja auch seine Dinge durchsetzen. Dem ist es ja wichtig, dass er emotional im Gleichklang sozusagen ist, im Ruhemodus und im Wohlfühlmodus will der sich befinden. Und wenn du so strukturiert bist, gehst du nicht über deine Grenzen, weil dann müsstest du ja raus aus der Komfortzone. Und das macht die Löwin eben halt. Und spätestens in dem Moment würden sich diese beiden partnerschaftlich aus den Augen verlieren, weil der Löwe, weil der Krebsmann einfach nicht so hinterherziehen würde, wenn die Löwefrau voranmarschiert. Und ich glaube auch, dass der Löwe oder die Löwedame dann sehr oft mit beiden Füßchen mitten im Fettnäpfchen bei dem Krebsmann stehen würde, weil sie eben halt verbal dann sehr schnell Grenzen überschreitet und ihren Krebsmann sehr schnell verletzen könnte. Vielleicht auch das Gefühl gibt, ich stehe über dir, ich kann sowieso alles besser, und das könnte der Krebsmann auch auf gar keinen Fall irgendwie erdulden. Und da eben halt Streitereien zwischen den beiden exorbitant brüllend laut werden können, auch mit Geschirr, Gefliege und solchen Sachen, würde das der Krebsmann vielleicht ein, zweimal mitmachen, aber dann wäre er seiner Art zu sich schmollen, zurückzuziehen und zu sagen, das muss ich mir nicht geben, nee, da habe ich gar keine Lust drauf, ich tauche da mal lieber ab. Und deswegen würde sich das auf lange Strecke doch irgendwie auseinanderleben. Ja, ich hoffe, diese kleine Einführung in diese beiden Charaktere und wie würden die wohl partnerschaftlich zueinander führen, haben dir gefallen. Dann hinterlass mir doch ein Like, und ich packe dir hier unten auch noch einen Link zu unserer Webseite, wo du viele schöne astrologische Themen findest. Und ja, falls du mal Interesse hast, einen schönen Partnerschaftsvergleich dir machen lassen zu wollen, weil dir jemand ganz besonders wichtig ist und du wissen möchtest, wie genau gut passen wir denn zusammen, denn du weißt ja, niemand von uns ist nur sein Sternzeichen. Hinter mir siehst du ja ein Radix in Nullstellung, und wie man da schön sehen kann, also wenn man ein Geburtsradix macht, dann sieht das ja so ähnlich aus wie hinter mir, nur dass die Uhrzeit das dann ja alles so ein bisschen durcheinander mixt. Und was man da eben halt sehen kann, niemand ist nur sein Sternzeichen, sondern wir haben ja alle Tierkreiszeichen in uns drin und dann die Planeten und die Sterne und die 12 Häuser, und das alles zusammen gibt ja dann sozusagen erst den genauen Charakter eines Menschen, der ja so unvergleichlich wie eine DNA ist. Und deswegen ist es eben halt immer sehr interessant, wenn man einen Partnerschaftsvergleich macht. Da kann man auch manchmal sehen, wenn es eigentlich von der Astrologie heißt, der und der, die passen nicht gut zusammen, wie hier in diesem Beispiel sozusagen, dass es da auch Dinge gibt, wo man sich aus den Augen verlieren könnte, dann könnte das natürlich trotzdem funktionieren, wenn man diesen Partnerschaftsvergleich macht und sieht, Mensch, die haben so hohe Ähnlichkeiten doch im Horoskop, weil der eine den Aszendent hat, was der andere an Sonnenstand ist, oder auch viele Planeten, die richtig gut zueinander stehen und damit eben halt das Schwierige aufweichen oder gänzlich auflösen, dann kann das natürlich trotzdem passen. Falls du da mal Interesse dran hast, schau uns auf der Webseite vorbei. Da warten nette Astrologen, die machen gerne einen Partnerschaftsgleich für dich. Ja, falls du keine Serie verpassen möchtest, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du uns abonnierst, und dann sehen wir uns beim nächsten Filmchen wieder. Bis dahin, alles Gute!